das alles perfekt. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, es geht für uns wieder auf Tour. Dieses Mal doch mal wieder ein bisschen was Größeres. Und wieder gilt das Ganze, wie ihr schon kennt. Wer Ruckler findet, darf sie behalten. Allerdings gibt es heute noch einen kleinen Zusatz. Ihr seht oben in der Mitte, denke ich mal, das Experimental Beta. Ja, ich bin auf der 1.41. Und nein, ich werde dort keinen Support geben. Das geht hier um die Story und darum wird es jetzt hier keine Tipps geben, wie was zu beachten ist bei der Open Beta bzw. bei der Experimental Beta. Wir machen uns auf jeden Fall auch einen Weg nach Kalifornien. Mal wieder, wie ich schon sagte, mit was Größerem. Bringt auch wieder gut Geld in die Kasse, weil Geld ist knapp. Komm schon, Ampel. Na, jetzt dürfen erstmal die, okay. Jetzt dürfen wir aber. Ich hätte es mir aussuchen können, weil HMS hatte mir zwei Aufträge angeboten. Einmal halt den hier nach Reading oder ich hätte noch einen oben wieder Richtung Oregon kriegen können. Aber den nach Oregon, den habe ich dann einem Kollegen überlassen. Weil da ging es nämlich tief in den Wald rein. Und ich möchte zumindest ein paar Tage noch das unversehrte Aussehen dieses Trucks genießen. Und wo wir jetzt nach Reading hinfahren, das ist auch schön. Wobei es ja hier nicht danach geht, was schön ist, sondern was wirklich Geld bringt. Und dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass mein Navi anders aussieht. Das hat folgenden Grund, den ich euch gleich zeigen kann, wenn wir hier mal nicht unbedingt die kurvigste Straße in ganz Amerika haben. Ich blende es mal kurz ein. Ihr seht's. Hat damit zu tun, dass aktuell der Navi-Mod von Tom nicht funktioniert. Da
da SCS einiges geändert hat, bringt dieser Mod das Spiel zum Crashen. Und tut mir bitte einen Gefallen und fangt jetzt nicht an, Tom zu nerven. Mach ein Update, mach ein Update, mach ein Update. Wenn da ein Update kommt, wird eins kommen. Und es ist kein Beinbruch, wenn ihr jetzt mal mit dem normalen Navi fahren müsst. Vielleicht gibt es auch irgendeinen anderen, der funktioniert. Damit habe ich mich jetzt noch nicht so wirklich beschäftigt. Ich habe erstmal geguckt, dass das hier alles läuft und dass die Story weitergehen kann. Und dazu fahren wir durch diese wunderschöne Landschaft. Das ist doch ein Träumchen. Michael ist ja auch unterwegs. Das werdet ihr gesehen haben. Falls nicht, schaut wirklich mal bei ihm rein. Und das Grundstück hat er ja gekauft. Das, was ich euch gezeigt hatte, wo wir in Bend angekommen sind, wo ich dann mal über das Grundstück rübergefahren bin. Das hat er jetzt gekauft, das ist jetzt unser. Und da habe ich dann sogar auch noch eine Wohnung mit bei. Das ist schon mal nicht schlecht. Muss ich dann, wenn ich mal wieder zurück bin, mal gucken, dass ich da dann auch alles mal so ein bisschen eingerichtet bekomme. Jetzt hier dein Problem. Ich hoffe ja mal, dass wir auf unserem Weg jetzt hier nicht so viele Wagen haben. Aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass es wirklich hier groß was gab. Klar, wenn man nach Kalifornien reinkommt, da werden wir definitiv eine Waage haben. Fast zum Kurvenreich wie bei Michael. Aber guckt euch diesen Ausblick an. Aber hätte ich doch bloß die Zeit, hier schön anzuhalten. Mir das Ganze mal ganz in Ruhe angucken. Welcome to California. Das ist aber auch neu hier.
Morning. Okay, thank you. Okay. Das auf jeden Fall genial gemacht. Ja, ich bin wirklich überrascht, weil das sind wirklich die ersten Meter, die ich jetzt hier auf der 1.41 im Singleplayer fahre. Also in der Story. Schauen wir mal, was da noch so alles kommt. Zumindest sind wir jetzt wieder im geheiligten Land der 55 Meilen. Noch mehr Wasser. Oh, das ist doch ein Träumchen. Und ich habe keine Zeit, um es zu genießen. Weil Oversize hängt mir wieder die Zeit im Nacken. Wobei die jetzt auf dieser Tour jetzt nicht das größte Problem ist, aber wenn ich halt jetzt hier großartig noch Zeit verplemper, könnte es dann sein, dass es am Ende wirklich doch ein bisschen zu eng wird. Heute definitiv noch beim Kunden ankommen. Was heißt will? Ich muss beim Kunden heute noch ankommen, weil die erwarten die Maschine. Darum, wir werden auch noch Zeit haben, um hier mal anzuhalten und uns das Ganze anzugucken, aber nicht heute. Weil ich bin ja hier, um Geld zu verdienen und nicht einen Touristenführer zu machen. Sagt da nicht unser Kontostand? Da wurde doch was abgebucht. 166 Dollar. Nicht mehr viel. Aber da kommt gleich gut wieder was rein.
rechts hier. Weil wir sind hier nun mal ein bisschen was breiter und auch ein bisschen was schwerer heute. Die 600 PS hier in dem Truck, die sind schon nicht falsch angelegt. Das ist jetzt die erste Tour wirklich unter Volllastbedingungen. Ja gut, was heißt Volllast? Komplett. Maximum erreicht habe ich ja noch nicht, was die Zuladung angeht, aber das Ding ist halt schon ein bisschen was schwerer, was da hinten drauf ist. Der Mähdrescher. Weight Station Mile Ahead. Ich freue mich. Selbst wenn ich einen Bypass bekomme, ihr kennt das Spiel, ich muss raus. Aber sie möchten mit mir reden. Beziehungsweise möchten, dass ich rausfahre, dann tun wir das doch. Muss ich jetzt gerade hier rüber? Geht ja eigentlich nicht. Ich muss hier die andere Strecke fahren. Okay. Aber es wäre jetzt äußerst blöd, wenn wir jetzt vor den Augen des Officers einen groben Fehler machen. Dass ich hier nicht komplett anhalte, sei mir verziehen. Aber so kriege ich die ganze Geschichte zumindest wieder ans Laufen. Next Exit. Das klingt doch schon mal gut. Stay right and then exit right. Exit right.
Oha, was sehe ich denn da auf dem Navi? Das wird ja gleich noch richtig interessant. Heiß entgegenkommt, das wäre nämlich äußerst unpraktisch. Wobei es geht noch. Eigentlich noch 3 Stunden. Aber eine Tankstelle sehe ich, wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Da ist zwar eine, aber die ist nicht für uns. Na gut, ich habe noch einen 20 Liter Kanister dabei. Kann ich im Notfall noch den reinkippen? Kommt aber auch wirklich nichts Tankstellenähnliches. Das müsste doch irgendwo hier in dem Kaff noch eine Tankstelle geben. Vor uns eine Rest Area, dann fahren wir da mal kurz raus. Gucken wir mal, dass wir da vielleicht
irgendjemanden finden, der mir da was sagen kann. Die Arbeiter, die können mir doch sicherlich weiterhelfen. Dann machen wir doch mal hier kurz einen kleinen Stopp. Ich werde das mal eben mit denen klären und wir sehen uns gleich wieder. Ja, yeah, thank you. That's helped me a lot. Okay. Yeah, have a nice day too. See ya. Die waren doch mal wirklich äußerst nett. Die konnten mir noch ein bisschen weiterhelfen. Und jetzt heißt es für uns, aber auch zusehen, dass wir die letzten Meilen noch geregelt kriegen. Ihr seht, wir haben wieder ein bisschen mehr Sprit im Tank. Ich hatte die ja gefragt, wo hier in der Nähe Tankstelle ist. Die meinten, ein paar Meilen weiter kommt noch eine. Und dann habe ich dann gesagt, okay, da glaube ich, das könnte ein bisschen eng werden. Hab dann meinen Kanister rausgeholt. Da war allerdings nicht mehr ganz so viel drin. Ne? Ich hatte zwischendurch schon mal, brauchte ich da ein bisschen was von. Und da haben mir die netten Kollegen kurzfristig ein bisschen ausgeholfen. Was ich sehr, sehr nett fand. Jetzt habe ich zumindest wieder ein bisschen was drin. Ne? Es müssten jetzt so um die 40 Gallonen sein, die drin sind. So komme ich zumindest bis ans Ziel und kann dann da die nächste Rest Area noch anfahren. Dunkel wird es auch langsam, also das... Bisschen was heißt dunkel wird es, also es wird langsam Abend. Der Sonnenuntergang beginnt so langsam. Heißt also, ich muss wirklich zusehen, dass ich beim Kunden ankomme.
Die Jungs da hatten mich ja auch gefragt. Beziehungsweise sagten, du kommst aber nicht aus der Ecke hier. Und meinte auch, nee, aus Deutschland und aber schon seit längerer Zeit hier. Und auch am Fahren und das ist jetzt quasi die erste Tour mit diesem Truck ist. Und dann wollten sie auch gleich wissen, wo ich genau herkomme. Und wir haben halt noch so ein bisschen gequatscht und die Zeit, die ging mir jetzt halt dann flöten. Ein Kollege hat sich den Truck hier auch noch ganz ausführlich angeguckt. Weil er sagte auch so, in dieser Farbgebung hat er selten mal wirklich was gesehen. Er fand ihn aber auch cool. Wehe, du biegst jetzt ab. Ach, und das hier ist der Ort, den sie meinten. Wo ich hätte tanken können. Aber er sagte auch gleich, dass die Tankstelle nicht unbedingt für Oversize ausgelegt ist. Oh, ich sehe schon da vorne. Da ist sie ja. Naja, das wäre aber doch ein bisschen was eng geworden. Bitumen, ich glaube, da war morgen das nächste, was ich abholen sollte. Wenn ich das in den Papieren so richtig gelesen habe, beziehungsweise das, was mir HMS auf meinen E-Log geschickt hat. Komm schon, Ampel, hab mich lieb. Hab mich lieb, hab mich lieb. Los. Sie hasst mich. Ich wusste es. Aber weit ist es ja zum Glück jetzt nicht mehr. Und eine Waage nur auf dem Weg gehabt. Seite ist dann die Rest Area, wo ich dann meine Nachtruhe verbringen werde. Werde ich da dann noch voll tanken. Gott
Gott sei Dank habe ich es wirklich noch alles so geschafft. Was sagt die Uhr? Ja. Lange dauert es nicht mehr, dann ist es zappenduster. Und dann wäre für mich auch ein Problem da gewesen. Weil Permit sagt, maximal eine Stunde nach Sonnenuntergang. Ich hoffe mal, dass auf der Farm überhaupt noch einer ist jetzt um die Zeit. Die wollten das ja unbedingt bis heute haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt hier ankomme und dann heißt es, nö, wir machen dich morgen erst leer. Jetzt können Sie mir nichts mehr. Ich bin beim Kunden. This is where it ends. So, dann wollen wir hier mal. Wollen wir mal gucken, ob hier irgendwo einer rumschleicht oder irgendwo einer ist. Aber es sieht doch sehr ruhig hier aus. Hier ist doch gar keiner mehr zu sehen. Ja gut, aber ihr müsst jetzt ja nicht mit mir hier rumsuchen. Ich guck mal, ob hier irgendwo einer ist. Da ist einer. Den will ich doch mal fragen, ob der vielleicht mehr weiß. Aber da müsst ihr jetzt nicht mehr mit bei sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Hello, Sir.